Wenn du die richtige Paprika errätst, mache ich dir jetzt einen Heiratsantrag. Das? Oh, oh, jetzt wird's spannend. Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Und zwar unser erstes Kochvideo. Ganz genau. Aus der 5-Sterne par excellence Klaas Küche. Zutaten. Was haben wir für Zutaten? Wir haben Paprika, wir haben Rindertatar, wir haben Mais. Dann haben wir einmal hier Feta-Käse. Ne? Ist der Feta-Käse light? Leider nicht, habe ich nicht gefunden. Auf jeden Fall haben wir ganz viel geriebene Käse. Ist der Käse light? Ja, der Käse ist light. Mozzarella light, Käse light, Freunde. Feta-Käse ist nicht light. Mais, ganz wichtig. Gewürze. Und darum werde ich mich kümmern, Freunde. Ich kümmere mich hauptsächlich um den Reis heute, weil auch ein guter Reis muss gut gekocht werden. Und wer könnte das besser als ich, ne? Ganz genau. Und dann halt noch Tomatensauce, ne? Mengenangaben schreiben wir euch alle unten rein oder blenden wir euch ein, ne? Und dann würde ich mal sagen, let's go. Richtig ordentlich waschen. Schatz. Also ich kann auch jonglieren, Freunde. Das Leben muss man immer dribbeln und von daher auch bei Paprikas immer schon anfangen damit. Also erstmal hier wirklich gründlich waschen, Leute. So, Freunde, ich bin für den Reis zuständig, ne? Deswegen werde ich jetzt erstmal hier auf altbewährte Art eine Tasse Reis, 2 Tassen Wasser. Das konnte ich mir merken. Das habe ich von meiner Mama mitbekommen. Ne? Weil Reis kann jeder, Freunde. Reis kann jeder. Und zwar empfehle ich da diesen super klasse Reiskocher hier von Rassel Hoops. Keine bezahlte Werbung an der Stelle, da muss man ja immer dazu sagen. Ne? Von daher, Freunde, für Leute, die gar nichts können, so wie ich, Reiskocher oben, das Sieb drauf für Gemüse oder so. Ne? Einmal draufdrücken, hat sich das Ding erledigt. So. 2x Reis, 4x Wasser. Jetzt darf ich mich nur nicht verzählen, weil das passiert mir meistens immer. 1 laut mitzählen, 2, 3. Und bitte darauf achten, Freunde, immer, nachdem man das Wasser genommen hat, zumachen, nicht laufen lassen, weil es gibt auch Länder, da gibt es nicht so fließend Wasser. Deswegen muss man auch immer ein bisschen drauf achten. Ne? Klingt logisch, ist aber so. Bing. So, Deckel drauf. Und alles, was man dann noch machen muss. Anschalten. Guck mal, da sieht man, dass sie keine Ahnung vom Reiskocher hat. Deswegen mache ich das. Sie sagt, du musst den auch anschalten. Nicht hier muss man ihn anschalten, sondern hier an der Seite. Und da schneiden wir einfach mal die Paprika durch die Hälfte und entkernen die halt mit dem Innenleben. Ne? Okay, wir holen das. Also, Freunde, ganz wichtig ist erstmal, das weiße Zeug hier rauszuholen. Ne? So, und dann haben wir schon mal ein Exemplar einer halben Paprika, wo dann das Tartar reingefüllt wird. Ja? Aber die gut. So. Ofen haben wir übrigens vorgeheizt, ne, auf so 250 Grad Celsius. Ober- und Unterhitze, ne, nur mal vorab. Und das ganze Essen hier ist auch sogar gesund, ne? Ja. Also wir haben hier Paprika, wer den Ausdruck Rindertatar nicht kennt, das ist einfach nur mageres Rinderhackfleisch. Normales Rinderhackfleisch hat auf 100 Gramm 20 Gramm Fett. Ne? Bei diesem Tatar bewegen wir uns also bei 4 Gramm Fett. Von daher ist es auf jeden Fall gesund. Ist gesund und schmeckt mega lecker, Leute. Schmeckt mega lecker. Man muss nur aufpassen, wie man es macht. Man muss auf jeden Fall würzen, weil wenn man das jetzt nicht würzt, ist es relativ trocken. Ne? Das ist eine Paprika, die ist für dich. Guck mal, wie aber groß von daher, für diese ganzen speziellen Geschichten ist die Frau Marie hier zuständig. Jetzt hätte ich fast wieder aus Versehen deinen zweiten Namen noch gesagt. Wer wissen möchte, wie Maries zweiter Name ist, bitte einmal in die Kommentare einfach reinschreiben, da freut sie sich. Ne? Kann es ja sein lassen jetzt. Ne? Paprikana ist auch fertig. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben Paprikas aufgeschnitten. Ich habe Reis, einen Reiskocher reingemacht. Das heißt, die ersten 2 Schritte haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir die Paprika nur noch befüllen. Befüllen. Irgendwas ist mit Fleischwürzen? Machen wir doch jetzt. Befüllen. Mit was füllst du das? Mit Fleisch? Ja, dann mach Fleisch. Ja, ich habe mir so ein 2-Kalorien-Ölspray gekauft. Eine super easy peasy. Das macht man ja eigentlich vor der Kamera. Vor dem Fleisch. Ja, schmeckt ölig. Schmeckt das? Schmeckt ölig. Ja. Eigentlich, Leute, ein kleiner Fail, ne? Macht man ja erst das Öl und dann das Fleisch, ne? Ja. Aber weil wir hier sind, geht's auch so. Mal erstmal trinken hier. Mmh. Lecker, lecker. Was machst du denn da eigentlich? Was ich hier mache? Ja. Ich kümmere mich um meinen Reis. Langsam, Step by Step, Leute. Würz. Und zwar gibt es hier wunderbares Hähnchengewürz vom Türk unseres Vertrauens. Und zwar mischen wir das Ganze noch mit ein bisschen Osmali Bahatali Köfte et Baharti Fleischgewürz. So, jetzt gibt es hier ein bisschen Gewürzis drauf. Ne? Schöne eine Löffel von der schöne Köftegewürz, Freunde. Und danach gibt es nochmal directly das schöne Hähnchengewürz. Ich finde das Hähnchengewürz, ne,
Das hat halt so ein, hier riecht mal. Oh, und zwar auch wieder einen Löffel. Einmal schön umrühren, bitte, Madame. Oh, komm und tut ja, super. Jetzt gibt es noch ein bisschen Salted. Ganz vorsichtig, wenn man da einmal Scheiße baut, dann hat man Salzfleisch. Hallo, ich bin eine kleine Paprika. Und ich freue mich gleich, befüllt zu werden. Und ein bisschen Knoblauch, gerieben, ne? Weil wir aber nur a little bit. Reicht! Also man tut ja auch immer Knoblauch vorher rein, ne? Aber wir haben Knoblauch gewürzt. Warte mal, erklär das bitte mal. Man macht Knoblauch normalerweise vorher rein, aber wir haben Knoblauch gewürzt. Normalerweise brätst du ja vorher Knoblauch an, bevor das Hackfleisch reinkommt. Also das heißt, du brätst das hier vorher an? Ja, aber Knoblauch ist gewürzt. Erklär. Es gibt Knoblauch und Knoblauch gewürzt. Wo brät man normalerweise Knoblauch an? Normalerweise tust du es doch da rein. Was tut man da rein? Knoblauch, bevor das Hackfleisch da reinkommt. Ja, und wenn man das nicht macht, kann man auch ein Knoblauchgewürz hernehmen. Ach so. Ja. Okay. Jetzt habe ich verstanden, okay. Also meinst du Knoblauchzehe? Ja. Warum machst du das eigentlich nicht auf? Weil ich es nicht mit meinen Nägeln aufhören. Warum? Augen auf bei der Frauenwahl, Freunde, achtet auf die Fingernägel. Ne, ich mach schon, alles gut. Und auch bereit. Als nächstes machen wir passierte Tomaten rein. Einmal Schere. Wir haben keine Schere. Ich weiß gar nicht, wo die Schere ist. Die ist verschwunden. So einen ganz, einen geraden Schnitt. Boah, das war King-Leistung. Einfach hier dazugeben. So, das Ganze dann ein bisschen verrühren. Das kann ich übernehmen, ist kein Problem. Ja, Wasser. Jetzt hast du wieder Wasser da reingemacht und den Rest ist sowas von, das gibt's gar nicht. Oh, Salem mio. Wir brauchen noch ein bisschen. Oh, Salem fro. Willst du meine Paprika werden? Willst du wirklich? Ja. Okay, wir machen jetzt kurz ein Spiel. Wir machen ein Spiel. Ich lege etwas unter die Paprika. Wenn du die richtige Paprika errätst, mache ich dir jetzt einen Heiratsantrag. Was? Guck weg. Guck weg, mach deine Augen zu. Guck mal in die Richtung. Guck mal in die Richtung. So hin gemacht. Oh, jetzt wird's spannend. Guck hin. Hebe eine Paprika hoch. Wenn du unter der Paprika die Schraube gefunden hast, dann kriegst du jetzt einen Heiratsantrag. Nicht bewegen, es wird nichts bewegt, es wird nicht geschummelt. Es wird nicht geschummelt und es wird nichts gesagt. Nein, unter einer ist eine. Such dir jetzt eine aus. Nein, nicht gucken. Sie wird es unbedingt freuen, da seht ihr es. Sie jetzt mach hin, wir haben den ganzen Tag Zeit. Nimm eine Paprika. Ich weiß nicht, nimm welche. Eine Paprika, jetzt habe ich gesagt. Das war leider die falsche Paprika. Die Schraube war unter dieser Paprika. Hättest du mir wirklich einen Heiratsantrag gemacht? Ich hätte jetzt einen Heiratsantrag gemacht, aber das ist dein Problem. Du musst warten. Hättest du mir wirklich jetzt einen gemacht? Ich hätte jetzt einen gemacht, ja. Wirklich? Ja, deswegen habe ich es doch gesagt. Wirklich? 1:8 habe ich nochmal Glück gehabt. Oh Mann, oh. Ich habe nämlich noch gar keinen Ring. Nochmal. Nein. Nochmal. Nein, das belastet sie jetzt richtig. Das wollte ich nicht, Schatz. Das wollte ich nicht. Wir kochen, okay? Ich mach dir noch einen Antrag. Wann anders? Hättest du mir wirklich einen gemacht? Ja, ich hätte dir einen gemacht. Jetzt hör auf mich zu nerven. Jetzt. Kümmere dich um mein Essen. Jetzt geht's los. Ich hab ja eben gerade gedacht, dass das nichts wird, ne, weil sie da Wasser noch mal reingeschüttet hat. Was weiß ich was. Ich hatte kein Wasser reingeschüttet, weil ich Tomatensoße verwendet habe. Das ist absolute. Ne? Lass mich abschmecken. Lass bitte den Chef abschmecken. Kannst. Was? Guck mal, das ist typisch wieder. Bitte guckt euch das an. Seit wann nimmt man zum Abschmecken einen großen Löffel? Dann nimmt man einen kleinen Löffel. Ich hab den gerade zum Befüllen genommen. Dass man das elegant machen kann. Und zwar. Leichter, süßlicher Abgang in der B-Note, das ist das Hähnchengewürz. Schmeckt auch ganz klar das Köftegewürz raus. Aber schmeckt's gut? Oder fehlt was? Schmeckt Baba. Auch mal abschmecken. Boah. Boah. Der Reis am besten, ne? Ach du Scheiße, wer hat denn den Reis gemacht? Jetzt befüllen wir das Ganze hier. Jetzt werden die Paprikanas befüllt. Ja, und zwar schön. Hoppala. Oh, daneben. Ja, guck mal, das ist wieder mal so typisch. Ich habe halt übelst Erfahrung da drin, Paprikanas zu füllen. Jahrelange Erfahrung. Jetzt wieder wild hier. Jahrelange Erfahrung jetzt. Durchs Füllen von Paprikanas. Mit dem kleinen Löffel. So, jetzt gibt es Fete à la Fetas. Kochen, Messer. Soll ich da diesen Käse auch noch drüber machen hier? Ja, mach doch. Okay, Freunde, dann gibt es hier noch ein bisschen Gouda Light. Käse kann man nie genug Gouda haben. Gouda Light oben drauf, Freunde, ein bisschen Feta, ne? Das gibt eine schöne käsliche Geschmack nochmal dazu. Paprika ist Gemüse, ne? Ja. Ja, Paprika ist Gemüse, sage ich doch. Ein paar Vitamine, ein bisschen Proteine durch
dem Mais ein paar Kohlenhydrate und auch durch den Reis also Kohlenhydrate. Käse kann man, da kannst du gerne übertreiben, ne? Nein, also schön dezent. Humane ist ja nichts hier, ne? 25 Minuten, 30 Minuten geht es da rein. Und dann schmecken wir ab und zu natürlich. So, und let's go. Adios, wir sehen uns gleich. Wir sind gespannt. The rice, so. Rice is ready. Hier einmal, warte. Erstmal möchte ich den Reis präsentieren. Mein Reis präsentieren. Oh, par excellence. Ja, Leute, das sind unsere gefüllten Paprikas. Geil. Freunde. Und wisst ihr was, Party Peoples? Sehr wichtig, dass man Tomatensauce verwendet hat. Ne? Warum? Weil sonst wäre es ausgetrocknet. Es könnte schon sein, dass diese Tomatensauce extra nochmal den richtigen Tar gibt, ja, für die richtige für die Konsistenz. Nuance, ne? Wirklich. So, Freunde, hier der Reis. Wir nehmen immer den Jasminreis, ne? Der ist immer so ein bisschen so. Wir mögen klebrig. Das, wenn das so ein bisschen so klebrig ist, ja. Ja, super, ne? Einmal bitte drauf, ja. Dann noch eine. Ach, komm, mach noch eine drauf. Eine geht noch? Für drei Stück, ja. Eine kleine, ja, die. So, und jetzt machst du einen Geschmackstest. Konsistenz. Cremig. Guck mal, jetzt mal schwarz beiseite, ne? Das ist ein ganz easy Meal. Was ist jetzt mit der Tomatensauce? Hammer, schmeckt Hammer, Schatz. Schmeckt, ne? Schmeckt. Mm. An Justin und Tamo, es schmeckt auch mit Tomatensauce. Justin hat auch nicht ganz dran geglaubt, dass die Tomatensauce so passend ist, ne? Aber, freut mich geil. Ein gesundes Essen, Kohlenhydratmenge könnt ihr selber bestimmen vom Reis her, ne? In der Paprika ist jetzt halt außer ein bisschen Mais nichts an Kohlenhydraten drin. Das heißt, wenn ihr mal zum Beispiel kohlenhydratarm essen wollt, könnt ihr auch einfach den Reis weglassen. Und knallt euch halt nur die Paprika mit dem Tartar und dem Leitkäse rein, ein bisschen Mais. Dankeschön, dass ihr euch das Ganze reingezogen habt. Kommentare, Glocke aktivieren, teilt an jeden, Freunde, liken, teilen. Ihr kennt das Spiel, Freunde. Ganz genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, Friends. Bye-bye.